Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal mit dem altbekannten Gesicht. Die Carina ist heute am Start und ich glaube, das wird eine super witzige Sache werden. Schlaf tief und fest und dann legen wir doch mal direkt los. Ja, Carina war ja schon ein paar Mal da. Ich habe mal zwei, drei Videos oben verlinkt. Immer eine witzige Sache. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich muss dich nicht fragen, ob das bei dir klappt, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ja, das weiß auch mittlerweile jeder, dass das klappt. Genau, ja, ja. Du bist die Oberskeptikerin, ne? Mega. Schon immer gewesen. Pass auf, Carina, mach einmal Folgendes. Schließ einmal die Augen und konzentriere dich einfach einmal nur auf meine Stimme. Und Carina, wenn du dich auf meine Stimme konzentrierst, möchte ich, dass du dich so gut wie es geht entspannst. Ja? Und konzentriere dich weiter auf meine Stimme, fühle dich völlig wohl und atme einfach ruhig und gleichmäßig tief ein, genau, und wieder aus und nochmal tief einatmen, wieder aus und konzentriere dich einfach nur auf meine Stimme, weil jetzt ist nur noch meine Stimme wichtig. Wenn du dich noch mehr entspannst, tu einfach das, was ich dir jetzt sage und entspann dich dabei noch mehr. Fühl dich dabei noch viel, viel, viel wohler. Und ich möchte, dass du ganz bewusst einmal deine rechte Hand auf deinen Kopf legst. Leg einmal deine rechte Hand ganz bewusst auf deinen Kopf, genau, ganz bewusst, sehr gut. Und ich möchte, dass du einfach einmal deine geschlossenen Augen auf deine Hand richtest. Schau auf deine Hand nach oben, genau, schau auf deine Hand nach oben. Nimm den Blick nicht mehr von der Hand weg. Und solange du jetzt auf deine Hand schaust, merkst du, wie die Augenlider immer fester und fester zusammenwachsen. Wie die Augenlider festkleben, weil du sie nicht mehr öffnen kannst. Guck auf die Hand, versuch die Augen jetzt zu öffnen, aber es geht nicht. Probier es mit aller Kraft, die Augenlider zu öffnen. Sie wachsen nur noch immer fester und fester fest. Ganz genau. Sehr gut. Genauso fest wie deine Augenlider wachsen, wächst jetzt die rechte Hand an deinem Kopf fest. Immer mehr. Probier es nicht weiter, aber du merkst, wie die rechte Hand immer fester und fester fest wächst. Lass es einfach zu. Spür dieses Klebegefühl. Genau, ganz deutlich. Spürst du, wie die Hand immer fester wächst? Sehr gut. Und du kannst jetzt probieren, die Hand von deinem Kopf zu heben, aber du merkst, es geht nicht. Probier es weiter mit aller Kraft, aber du merkst, es funktioniert einfach nicht mehr. Je mehr du es probierst, umso fester klebt die Hand fest. Sehr gut. Berühre ich einmal deine Hand, dann ist die Hand ganz locker, leicht und gelöst. Jetzt, genau, sehr gut. Und ich möchte, dass du dich nochmal auf deinen Atem konzentrierst, Carina. Genau. Atme nochmal ruhig und gleichmäßig tief ein und wieder aus. Und jeder Atemzug, der lässt dich jetzt immer mehr und mehr entspannen. Und ich werde gleich irgendwann das Wort Schlaf zu dir sagen. Und wenn ich das Wort Schlaf zu dir sage, lässt du deinen Kopf einfach nach vorne fallen. Du spürst, wie sich der Körper dann gleich ganz schlagartig entspannen kann, wenn ich das Wort Schlaf zu dir sage. Atme nochmal ruhig ein und wieder aus. Und diese entspannte Atmung lässt dich tiefer sinken. Nun machen wir aber noch ein kleines Experiment. Ich möchte, Carina, dass du einmal ganz schnell ein- und ausatmest und das wiederholst. Ganz schnell ein- und wieder aus. Genau, nochmal tief ein- und wieder aus. Und wieder ein- und aus. Und noch schneller ein- und aus. Und entspannen. Genau. Und spür mal diese Entspannung. Genau, ganz entspannt, wieder ruhig und gleichmäßig. Spür mal dieses Gefühl, was dich noch ruhiger werden lässt. Nach der Hektik tief einatmen. Ganz genau. Sehr gut. Wir wiederholen das Ganze nochmal, weil du dich dabei danach noch mehr entspannen wirst. Atme nochmal wieder ein und die Atmung wird wieder schneller und intensiver. Und noch schneller, immer schneller, ein und aus, noch schneller, immer schneller, immer schneller und schlaf. Tief, tief, tief und fest. Fühl dich völlig wohl,
Lass dich immer tiefer in diesen Zustand hineinfallen, wenn für dich nichts mehr wichtig ist, nur noch meine Stimme. Und du kannst geschehen lassen, was geschieht. Und immer dann, wenn ich dich an der Stirn berühre oder wenn ich das Wort Schlaf zu dir sage, immer dann fallen deine Augen zu und du sinkst wie von selbst sofort in diesen Zustand zurück. Und du fühlst dich die ganze Zeit völlig wohl, wohl und entspannt. Treiben lassen und geschehen lassen. Und Carina, ich möchte, dass du dich jetzt einmal auf deinen rechten Arm konzentrierst. Und ich zähle jetzt gleich von der Zahl 1 bis Zahl 3. Bei der Zahl 3 steigt der rechte Arm wie von selbst immer höher hoch in die Luft. So, als hätte ich tausende mit Helium gefüllter Luftballons um deine Handgelenke gebunden. 1, 2, 3. Du merkst, wie der rechte Arm immer leichter wird. Du hast so viel Zeit, wie du brauchst. Und je höher der Arm steigt, umso wohler kannst du dich jetzt gleich fühlen. Der rechte Arm wird sogar noch leichter. Und scheinbar war das doch kein Helium. Das ist wohl eher Lachgas. Denn je höher der Arm jetzt steigt, umso witziger wird das Gefühl. Und je höher der Arm steigt, umso mehr musst du auf einmal lachen. Und der Arm steigt noch höher. Und es wird noch viel, viel witziger, während der Arm noch viel, viel höher steigt. Oh mein Gott, ist das witzig. Genau, immer weiter, immer weiter, immer höher. Und schlaf, lass völlig los. Sink tiefer, tiefer, tiefer als zuvor. Fühl dich völlig wohl, wohl und entspannt. Wenn für dich jetzt in diesem Moment nichts mehr wichtig ist, nur noch meine Stimme, lass die Augen noch fest geschlossen, bleib in die. Ihr habt gesehen, Carina ist einfach eine gute Probandin für die Hypnose. Und weil Carina relativ schnell in eine tiefe Hypnose geht, probieren wir mal ein paar Illusionen aus, die wir so bisher noch nicht gemacht haben. Und Carina, wenn ich dich gleich wecke, bist du hellwach. Aber jedes Mal, wenn ich schnippe, bist du auf einmal komplett unsichtbar. Wenn ich schnippe, bist du auf einmal komplett unsichtbar. Wenn ich wieder schnippe, bist du wieder ganz normal. Und es geht so hin und her. Immer wenn ich schnippe, bist du auf einmal komplett unsichtbar. Dein ganzer Körper ist wie von selbst unsichtbar. Das ist völlig verrückt. Und wenn du bei 3 die Augen öffnest, kannst du dich an die Suggestion nicht erinnern. Sie wird aber trotzdem eintreten. 1, 2, 3, einmal die Augen auf, geht's dir gut? Carina, wir machen mal ein kleines Experiment. Kannst du einmal so deine rechte Hand nach vorne ausstrecken? Guck mal einmal auf deine Hand, super amüsant. Du siehst deine Hand, klar und deutlich, klarer Fall. Achtung. Was ist los? Meine Hand ist weg. Wie, deine Hand ist weg? Ich habe keine Hand. Bleib mal in der Position, lass die Hand mal einmal so. Wie, die ist weg? Ich habe keine Hand. Das ist ja... Ich habe eine linke Hand, aber ich habe keine rechte Hand. Das ist ja ein bisschen ärgerlich, würde ich sagen, ne? Passiert das öfters? Ich habe doch meine Hand nicht verloren. Das würde mich wundern. pass auf. Was war da los? Pass auf, das kommt, wenn man... Egal. Kannst du nochmal die Hand so halten? Pass auf deine Hand auf, so, dass du die Hand am besten nicht verlierst. Machen wir mal so, ja. Pass auf, gut auf die Hand gucken. Was ist los? Weg. Kannst du mal fühlen? Die ist doch, da ist sie doch. Ja. Das macht mir ein bisschen Angst. Ist das so? Pass auf, wenn ich schnippe, verschwindet auch die andere Hand. Das ist doof. Jetzt ist es wieder da. Das ist voll fies. Warum machst du das? Wieso? Ich habe gar nichts gemacht. Du hast gemacht. Guck mal kurz, schlaf. Tief und fest und sinken. Fühl dich völlig wohl und völlig entspannt. Und Carina, wenn ich dich gleich wecke, dann halte ich hier in meinen Händen was Besonderes, nämlich ein Tarnumhang. Wenn du Harry Potter geguckt hast, dann kennst du diesen berühmt-berüchtigten Tarnumhang. Und immer oder alles, was sich unter diesem Umhang verbirgt, wird auf einmal absolut unsichtbar. Und ich habe dafür natürlich den fleckigsten und dreckigsten Geschirrtuch genommen, was ich gerade finden konnte. Und wenn du gleich die Augen öffnest, bist du scheinbar hellwach. Aber immer, wenn du irgendwas unter diesem Tarnumhang hast, bist du auf einmal, ist dieser Gegenstand auf einmal komplett unsichtbar. 1, 2, 3,
Mach einmal die Augen auf. Gechillt. Du, super witzig. Was ist das hier? Ein Tuch. Ein Tuch, ne? Geschirrtuch. Pass auf. Kannst du mal einmal deine rechte Hand zur Faust ballen? Ja, ich zeige dir was richtig Amüsantes. Achtung, guck mal auf deine Faust. Wenn ich das jetzt anfasse, ist dann meine andere Hand auch weg. Wenn die Hand da drunter ist, ja. Kannst ja mal, oder du ziehst weg, zack. Oh, das ist gut. Da kommen für zu Hause plötzlich ganz tolle Ideen auf. Schmutziges Geschirr verschwinden lassen. Ja, genau. Ja, ist ein Trick, hat mir Harry Potter quasi geschenkt, dieses Teil. Ja, super. Sehr effektiv. Und jetzt? Ja, weiß ich nicht. Du kannst auch noch deine andere Hand verschwinden lassen, wenn du möchtest. Danke, danke. Kannst du mal beschreiben, was du siehst oder wie sich das anfühlt, wenn deine Hand da so drunter ist? So leicht, so. Mhm. Wie Luft. Spannend. Hm? Spannend. Cool, ja, ich brauche das in größer. Schadet nicht, ne? Weißt du, was auch ganz witzig ist? Achtung, kurz mal. Kannst du dir mal selbst an die Stirn tippen und Schlaf sagen? Schlaf. Das ist auch sehr witzig. Und du fühlst dich völlig wohl, während du immer tiefer und tiefer sinkst. Und Carina, bei der Zahl 3 kannst du gleich nochmal die Augen öffnen. Du wirst nicht aus dem Zustand erwachen, das geht dir richtig gut. Aber immer, wenn ich das Wort Freeze zu dir sage, friert dein Körper komplett in der Position, in der er sich befindet, ein. Und das Verrückte ist, dass nicht nur dein Körper einfriert, sondern auch dein Kopf, dein Gehirn. Jeder Gedanke. Du denkst nicht mehr. Wenn ich Freeze sage, friert der gesamte Körper ein, von Kopf bis Fuß. Sage ich unfreeze, kannst du dich sofort wieder bewegen. Aber weil ja dein Kopf in der Zeit eingefroren war, kannst du dich nichts erinnern, was passiert ist. Du machst da weiter, wo du weitergemacht hast, bevor du eingefroren bist. Bei Zahl 3 öffnest du die Augen, fühlst dich völlig wohl. Alles, was ich gesagt habe, fühlt sich richtig gut an. Und dieses Einfrieren, das entspannt dich förmlich und deinen Körper. 1, 2, 3, einmal die Augen auf. Geht's dir gut, Carina? Gechillt. Carina, wie lange bist du heute Abend hier, heute Morgen hier hingefahren? Fast 2 Stunden. Fast 2 Stunden. Ja. So viel Aufwand nur für mich, ja, und für den Kanal. Natürlich. Das ist gut. Gechillt? Ja, schon. Ja, ja. Fühlt sich so. Ja, richtig gut. Hände auch wieder, ja, alles. Voll entspannt. Hände wieder da. Ja, freeze. Genau. Und der Körper friert komplett ein. Immer mehr. Sogar die Augen. Der ganze Kopf. Unfreeze. Ja, und bist gut durchgekommen? Fürchterlich. So viel Stau? Ja, durch die Innenstadt war es fürchterlich. Ich das war der Grund, wieso du schon eine Dreiviertelstunde schneller war, ja, länger, ja, gebraucht hast. Ja, aber mein Navi hat mir angezeigt, da geht es schneller und dann stand ich da. Ich wusste nicht wohin. Das war fürchterlich und keiner hat mich durchgelassen, aber ich musste 5 Leute durchlassen und ich stand da willkommen so und dachte, in Köln. Alles klar, Leute, läuft bei euch. Freeze. Genau, und der Körper friert wieder ein. Immer fester, friert der Körper fest. Die Hand wächst in dieser Position fest. Du sinkst tiefer, tiefer. Oh, ich bewege sie nochmal woanders hin. Tiefer und tiefer. Zuck. Unfreeze. Egal, ich lasse das so stehen. Auf jeden Fall super spannend. Gechillt? Ja, auf jeden Fall. Schlaf. Tief und fest, immer tiefer. Wir machen mal noch eine witzige Sache, Carina. Du kennst das Spiel Schnick, Schnack, Schnuck, Schere, Stein, Papier. Und du wirst jetzt gleich, ich werde das jetzt gleich mit dir spielen, und du wirst intuitiv immer die Schere werfen, immer, 3-mal hintereinander. Und immer, wenn du verlierst, schläfst du ein. Das ist echt blöd. Bei 3 öffnest du die Augen, wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck, aber immer, wenn du verlierst, schläfst du ein und du machst immer die Schere. Dein Glücksbringer, der dir heute nichts bringt. 1, 2, 3, einmal die Augen auf. Carina, mal kurz ein kleines Spiel. Schnick, Schnack, Schnuck, kennst du, Schere, Stein, Papier, ja, ne? Aber ohne Brunnen und so. Ohne Brunnen, ja, das wäre ja sonst nicht echt. Pass auf, wir machen das mal einmal, ja? Okay, Achtung. Schnick, Schnack, Schnuck. Ist ja ärgerlich. Nach ein paar Sekunden wird sie wie von selbst wieder wach. So nach 5 Sekunden. Was war da denn los? Du bist eingeschlafen. Ja. Komm, nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck.
Das könnte ich ja stundenlang spielen. Ich hätte es ummünzen müssen. Immer wenn sie gewinnt, schläft sie ein. Aber auch gut. Jetzt wird sie gleich wieder wach. So macht das Leben Spaß. Carina, einfach wach bleiben. Wir wollen hier doch ein Spielchen spielen. Ja. Kommst du hier ein bisschen verarscht vor? Ist nicht schlimm. Ein bisschen. Schlimm. Warte mal. Ich muss jetzt mal kurz überlegen. Ja, gerne. Taktik. Okay. Ready? Mhm. Schnick, schnack, schnuck. Gute Taktik. Ah ja. Wusstet ihr, dass statistisch bewiesen ist? Nee, das ist Schwachsinn. Bevor ich. Carina! Das ist gemein. Komm noch ein letztes Mal. Eine Runde noch. Schnick, schnack, schnuck. Tief und fest. Du bleibst am Schlafen. Genau. Fühl dich völlig wohl und entspannt, während du noch tiefer sinkst. Ganz genau. So angenehm das Gefühl. Und jetzt gibt es noch eine zweite Sache, die passiert. Und zwar immer wenn ich jetzt das Wort Loop sage, dann hängst du plötzlich in so einer Dauerschleife drin und wiederholst die letzten 3 Sekunden, die du gerade eben, wie du dich bewegt oder gesprochen hast. Immer wenn ich Loop sage, wiederholst du die letzten 3 Sekunden, sowohl deine Bewegungen als auch das, was du gesagt hast, alle Geräusche, die du von dir gegeben hast, sage ich an Loop, hört der Loop wieder auf. Und das Blöde ist, du merkst, was du da tust und du kannst dich danach sogar daran erinnern, aber sage ich das Wort Loop, wiederholst du die letzten 3 Sekunden. Das ist echt verrückt. 1, 2, 3, einmal Augen auf, gechillt. Mhm. Du hast schon wieder verloren gegen Schnickschnack. Ja, Schnickschnack. Das ist voll gemein. Solltest du vielleicht lassen in Zukunft mit diesem Schnickschnack. Ich spiele dir einfach nicht mehr. Wenn du verlierst, kann ich da doch nichts für. Ja doch, du gewinnst ja mit Absicht. Ich kann doch nichts dafür, wenn ich gewinne. Du kannst mich auch gewinnen lassen. Nö. Doch. Nö. Doch. Loop. Doch. 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 Es geht vor allen Dingen jetzt noch weiter. Das ist blöd, ne? Pass auf, ich erlöse dich kurz an Loop. Auf jeden Fall, das ist ja bescheuert, oder? Ja, was? Gut, dass ich da jetzt nicht das Wort gesagt habe. Das wäre schlecht gewesen. Dann hätten wir das Video nicht für unter 18 einstufen können. Bei solcher Fäkalsprache. Carina, das checkt YouTube neuerdings immer. Muss dann angeben. Ja, ja. Ja. Egal. Sehr amüsant. Ja, es ist eine super Sache. Und Loop. Super, ja. An Loop. Wie blöd. Weißt du, was noch witziger ist? Nee. Wenn ich das Wort jetzt nochmal sage, dann merkst du gar nicht, dass du in diesem Loop drin bist. Das kommt einfach wie von selbst. Das ist richtig bekloppt. Das ist aber gemein. Ich find's aber witzig. Nee, ich will auch mitlachen. Du lachst doch immer. Echt? Ja. Oh. Immer. Ja. Loop. Ja. Schlaf. Tief und fest. Die Augen sind fest geschlossen. Du sinkst tiefer und tiefer in diesen Zustand. Genau. Fühl dich völlig wohl. Und du bist völlig entspannt, während du noch tiefer und tiefer sinkst. Ja, es gibt Dinge, die verändern sich nicht. Bleibt eine der besten Kandidatinnen überhaupt für Hypnose. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, liked das Video. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch mit einer neuen Folge wieder. Und wenn ihr Fragen, Wünsche oder Ideen habt, schreibt mir unten meine E-Mail-Adresse. Bis dahin, ciao.